Tüdelü. Willkommen zurück auf Deponia. Wir reden jetzt mit Mechronicle, um rauszufinden... Was muss ich übersehen haben? Stimmt. Und zwar, wie ich lässig in meinen wohlverdienten Sonnenuntergang reite. Und wie du an das dafür notwendige Pferd gekommen bist. Du kriegst offenbar gar nichts mit. Ich möchte rausfinden, was hier wirklich los ist, aber Mechronicle kann es uns wohl nicht sagen. Golds Koffer. Da muss dann wohl auch Golds Unterwäsche drin sein. Warum können wir den nicht aufmachen? Hey! Ah. Rufknopf, sehr sympathisch der Name. Ich hätte ihn Rufusknopf getauft. Du Armer, meine Sensoren konnten dich nicht identifizieren. Falls du ein Gehirnimplantat hast, komm bitte ein Stückchen näher. Falls nicht, zieh deine Chipkarte nochmal durchs Lesegerät. Und falls du gar kein Elysianer bist... Fahr zur Hölle! Hölle, schanke den! Gibt es Probleme? Gastfreundschaft geht anders. Sie lassen mich nicht rein. Umso besser. Wir haben ohnehin schon genug Schaden angerichtet. Da kennst du mich aber schlecht. Ich meine ja nur, du wirst doch später einmal die Welt retten, richtig? Da wäre es doch ungünstig, wenn man dich vorher über Bord werfen würde. Ist dein Glas eigentlich jemals halb voll? Was denn jetzt? Das ist bestimmt die Security. Schnell, versteck dich! Nein, das sind Cletus und Goal. Trödel nicht so. Wenn wir erst einmal verheiratet sind... Moment. Wo ist Frau Kinkel? Und was ist das für Gepäck? Tja, Überraschung. Ich habe Frau Kinkel überredet, dass ich dich an ihrer Stadt nach Deponia begleite. Was? Bist du von Sinnen? Dein Vater wird das nie zulassen. Mein Vater muss davon nichts erfahren. Also, was sagst du? Ich sage niemals. Ach nein? Es mag ja sein, dass du Paps um den Finger wickeln konntest. Aber nur weil er einer Verlobung zustimmt, heißt das noch lange nicht, dass ich einwilligen muss. Das sind die Waffen der Frau. Das ist Erpressung. Nenn es, wie du willst. Aber wenn du mich nicht mitnimmst, kannst du meine Hand anhalten, bis du schwarz wirst. Unmöglich. Diese Reise nach Deponia ist kein Badeausflug. Ich habe einen wichtigen Inspektionsauftrag. Oh, ich habe Precious Badeanzug vergessen. Ich sagte kein Badeausflug. Außerdem habe ich dir schon 1000 Mal gesagt, dass du diese niedrige Lebensform nicht Precious nennen sollst. Wie denn dann? Precious? Nein. Precious? Mindy? Nein. Candy? Auf keinen Fall. Nancy? Oh nein. Lady? Bloß nicht. Gudrun? Nein! Princess? Nichts von alledem. Er heißt Poisonius. Immerhin ist er ein hochgiftiger Pestspeichel-Varan. Ein Schlag mit dieser genoppten, glitschigen Zunge und zack! Könnte glatt einen Elefanten umhauen. Natürlich. Und trotzdem nimmst du ihn mit nach Deponia und nicht mich. Glaub mir, da unten gibt es weitaus gefährlichere Dinge. Bazillen, Strahlung, Tetanus. Und kein Gegengift Elysiums hilft gegen eine deponianische Wundbrandentzündung. Apropos, habe ich überhaupt das Gegengift für Poisonius Pestspeichel eingepackt? Tada! Siehst du? Ich kann da unten sehr nützlich werden. Indem du ungefragt meine Sachen mit dir rumschleppst? Für eine Reise nach Deponia muss alles sicher verstaut sein. Die Wege da unten sind mit Gefahren gepflastert. Schrottlawinen. Schrapnellstürme. Ich lasse ihn noch ein bisschen reden. Säuretümpel. Oh ja, die sind fies. Radioaktive Geysire. Ja, auch die. Fleischfressende Nanoroboter. Was? Aufständische Deponianer. Hör endlich mit deinen dödeligen Deponianern auf. Diese Geschichten sind nichts weiter als Cocktailparty-Geschwätz. Und meine Inspektion wird genau das beweisen. Aber was ist mit den Lichtern, die man nachts sieht? Die stammen vom Organon. Sollen Ulysses Mann die Sprengung des Planeten etwa im Dunkeln vorbereiten? Fallen doch über ihre eigenen Füße. Ich bin trotzdem skeptisch. Mein Reisebericht wird dich schon überzeugen. Dich, den Ältestenrat und alle anderen. Die
Diese Gerüchte sind nur Auswüchse allgemeiner Beunruhigung. Ich meine, wir sprengen unseren Heimatplaneten, um Elysium quer durch den Kosmos nach Utopia zu schleudern. Wer wäre da nicht ein bisschen nervös? Mag sein, aber... Genug gearbeitet. Fang! Pack das weg. Das heißt also, ich komme mit? Oh, Warum sollte ich dich mitnehmen? Damit du noch mehr Chaos hervorrufen kannst? Schau nur, wie du das Gegengift da reingestopft hast. Welche Tasche ist das überhaupt? Die mit den Rattenfallen. Rattenfallen? Oh, Frauen, da unten lebt nichts mehr. Nicht mal eine Ratte? Nein. Aber Mäuse doch wohl. Und der Organon. Auch nicht. Wombats? Schnabeltiere. Schnabeltiere. Tonianer? Nein. Sag mal, hörst du überhaupt zu? Schnabeltiere. Vielleicht ganz kleine? Schnabeltiere. Nein. Schnabeltiere? Ja. Nein, 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 nein. Ja. Ratten? Nein. Hör auf abzulenken. Das Gegengift gehört natürlich in den Apothekenbeutel. Schon allein deshalb, weil es diese heftigen Flatulenzen erzeugt. Pfui. Das musst du gerade sagen. Hä? Was? Ach, ist ja egal. Und wenn du mitkommen willst, zieh dir festere Schuhe an. Das heißt, du nimmst mich also doch mit? Oh, Cletus. Vielleicht bist du ja doch nicht das selbstverliebte Scheusal, für das dich jeder hält. Tja, diese niederen Chargen haben einfach keinen Sinn für Perfektion. Ich bin gleich wieder da. Tülü. Ach, das werde ich noch bereuen. Wenn sie nur nicht so heiß wäre. Verlobt mit der Tochter des Oberkontrollrats. Ach, Cletus, du bist schon ein Fuchs. Cletus, dieser vermaledeite Schmierlappen. Wenn ich dafür sorge, dass er diesmal ohne Goal nach Deponia reist, bleibt es hoffentlich bei diesem kurzen Cameo-Auftritt. Wissenswert wäre, wie komme ich unentdeckt an ihm vorbei? Tja, das ist die spannende Frage. Ich könnte ja mal ins Gepäck schauen. Oh ja, das klingt nach einer super Idee. Hey, stopp! Komm zurück, du pandemisches Pestgetier! Einmal aufmachen, bitte. Da haben wir ja das Dingsi, mit dem man Bumsi-Dinge tun kann. Ein Bastler sieht sowas auf Anhieb. Ich sehe hier vor allem eine ID-Karte. Wie aus komme ich da nicht ran? Uah. Cletus, dieser vermaledeite Schmierlappen. Wenn ich dafür sorge, dass er diesmal ohne Gummiswert. Sobald Cletus seinen Hintern rausstreckt, offenbart sich seine wahre Identität. Aber wo komme ich denn ran? Wie komme ich denn jetzt hier nach hinten? Runter? Mit Chronicle, was machst du denn da eigentlich? Hast du eine neue Yoga-Übung erfunden? Ich stecke fest! Kein Problem, das haben wir gleich. Na holla. So war das, glaube ich, nicht geplant. Ach, was soll's. Hast du einen Laserpointer? Richten Sie bitte Ihre Aufmerksamkeit auf dieses interessante Detail. Was gebe ich jetzt für einen echten Laser? Was? Oh. Was? Personius? Das ist ein Rätsel. Ich kann mit dem Laserpointer irgendwie... Reicht aber. Was? Was reicht? Ruhe in den billigen Plätzen. Komm her. Ach so. Jetzt hat er diese Klappe hier, okay. Ja, wo muss er denn da drüben wahrscheinlich dann, ne? Poisy-Pussy? So, da kann er nicht durch, genau, genau. Aber alles kapiert. Aber hier kann er auch nicht durch. Laser-Testspeichel war ran.
Er kommt ja gar nicht da durch. Kommt er denn hier unten durch? Bei Fuß, du Kröte! Na, jetzt habe ich ihn eingesperrt. Aber er kommt doch sowieso nicht hier vorbei, weil... Gleich wird Papa ungemütlich. Ach so, warte mal, warum klappt das denn hinter ihm? Jetzt reicht's aber. Die klappen einfach hinter ihm, das ist ja... Also, was? Und warum hat die jetzt nicht geklappt? Achso. Komm, Poisi-Pussi, also bitte hier hoch, darüber und dann da raus. Nee, warte. Da runter und dann, ja, Moment mal, die kriege ich ja gar nicht. Also... Die muss ich dann ja irgendwie aufkriegen. Gleich wird Papa ungemütlich. Ja, jetzt weiß ich. Jetzt reicht's aber. Jetzt muss ich hier runter. Hier raus. Nein, ich hätte das aufmachen müssen. Oh, Mist. Pussy. Einmal aufmachen. Böser Pestspeicher. Jetzt so. Oh, ich hoffe, das ist gerade richtig. Sieht aber so aus. Denn jetzt kommen wir hier durch. Ha! Ich habe alles kapiert. Ein schönes Rätsel, ja? Auch wenn es nicht ganz klar ist, warum die Türen hinter ihm zuklappen, wenn er durchgeht. Vielleicht ist das ja so... Ja, der Mechanismus ist nicht so ganz logisch, oder? Aber warum klappt diese Tür jetzt zu? Gibt's da einen mechanischen Grund für? Naja, egal. Wir haben es auf jeden Fall gelöst, also... Husch! Ach, dieser imbezile Dummfrosch. Ausstopfen wäre noch zu gut für ihn. Was zum... Oh. Was war das nun schon wieder für ein Ungetüm? Mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Schlecht? So, jetzt guck mal aber hier ran. Haha. Oh, oh. Was denn jetzt noch? Oha, das Hochboot kommt. Jetzt heißt es, sich sputen. Moment, ich brauche noch das Gegenmittel. Wo ist das Gegenmittel? Warum? Nicht in der Medizintasche? Oh. Tut mir leid, McChronicle. Ich fürchte, das war's dann mit dir. Alles in Ordnung bei dir? Bitte töte mich. Ah, demnach hebst du noch. Gut. Moment, ich kann das aber, also das muss doch, also komm jetzt, Rufus, jetzt sei mal kein Arsch. Ja, aus komme ich da nicht ran. Sei doch mal kein Arsch. Ach, was sage ich da? Natürlich ist Rufus ein Arsch. Meine Sensoren konnten dich nicht identifizieren. Hm? Bitte gib deine ID-Karte rein. Was soll das denn jetzt? Ja, Mist, das hat nicht funktioniert. Vielleicht muss ich ihn nochmal... Ach, Moment, ich habe das Gegengift dabei. Natürlich. Hier, McChronicle. Ich gebe es dir, ja, wenn du für mich... Das. Dann geht's dir gleich besser. Abbringst. Du bist ein guter Mensch. Und jetzt... Oje, was ist denn nun los? Aufhören! Bitte aufhören!
Vielleicht hört er jetzt schlechter, weil es so Geräusche macht. Tüdelü. Aufhören! Bitte aufhören! Meine Sensoren konnten dich nicht identifizieren, falls du ein Gehirnimplantat bitte hast. Aufhören! Jetzt genau, haha. Hohoho. Hey, du da! Was treibst du hier? Wer? Ich? Ja, natürlich du. Oder siehst du hier noch jemanden, der hier nicht hin... Stillgestanden. Oberkontrollrad an Deck. Lassen Sie gut sein, Argus. Ulysses. Herr Inspektor, darf ich erfahren, was hier vor sich geht? Tja, wenn ich es wüsste. Lassen Sie das Gestammeln und machen Sie sich gerade. Ich dachte, wir hätten besprochen, dass alles bereit ist, sobald ich ankomme. Das ist es auch. Bislang hatte ich den Eindruck, Sie seien ein zuverlässiger Mann, Cletus. Tun Sie sich einen Gefallen und zerstören Sie diesen Eindruck nicht. Sie wissen, die Hand meiner Tochter ist an Bedingungen geknüpft. Der Ältestenrat darf nie erfahren, dass Deponia bewohnt ist. Wo ist zum Beispiel Ihre Begleitung? Sie wollen sie mir noch vorstellen? Ach, meine Assistentin. Sie hatte noch was vergessen. Sie wissen ja, wie Frauen sind. Vergessen? Himmel, Cletus. Ich dachte, sie hat ein Gehirnimplantat. Sie haben für sie gebürgt. Aber eingeweiht ist sie doch bereits, oder? Oh, ja, selbstverständlich. Komplett instruiert. Alles paletti. Kein Grund zur Veranlassung. Hoffentlich. Argus, sorgen Sie dafür, dass die Assistentin die Aufstiegscodes ins Implantat geladen bekommt. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Und haben Sie ein Auge auf die Zivilisten? Ich gehe nun duschen. Es wird wirklich Zeit, dass dieser Drecksplanet endlich gesprengt wird. Rühren! Was ist los, Cletus? Sie wirken nervös. Nervös ist gar kein Ausdruck. Gold stimmt der Verlobung nur zu, wenn sie mich begleiten darf. Nicht mal verlobt und schon unter dem Pantoffel. Ach, und das finden Sie lustig? Warum nicht? Sie werden es ihr ja hoffentlich wieder austreiben. Sie kennen sie nicht. Herrschaftszeiten, Cletus! Ulysses wird uns beiden... Ulysses darf nichts davon erfahren. Goal muss nur in ihrer Kabine bleiben. Solange sie keinen Deponianer zu Gesicht bekommt, ist alles in Ordnung. Es gefällt mir trotzdem nicht. Und wenn sie beim Überspielen der Aufstiegscodes ein Backup ihrer Erinnerungen machen, so könnten wir ihre Erinnerung bei Bedarf einfach wieder zurücksetzen. Später. Ein Backup von ihrer Bewusstseinsdatasette. Und von den Aufstiegscodes. Ja, das könnte funktionieren. Werden wir gerade... Eine Woche da unten und schon stinkt alles nach Kot. Zum Glück ist bald Schluss damit. Und Goal kann auf einem saubereren Planeten leben. Ich hoffe, sie ist zu Hause. Kot finde ich jetzt aber schon ein bisschen herzlos. Die Lautlosen sind nun mal die Schlimmsten, na und? Ey, was wollte ich gerade sagen? Wurden hier gerade relevante Plot-Details für den ersten Teil erklärt? Ach so. Und ich glaube, ich möchte in den Einstellungen die Lautstärke für Videos. Warum ist die denn bei 20%? Viel zu niedrig, da versteht auch kein Mensch was. Denke mal, so vielleicht 70 wären angemessen. Hat doch irgendwas hier sich verklemmt. Es tut mir leid. Ich hoffe, das Video war jetzt nicht zu furchtbar leise. Ja. Und da das gerade so ein schöner Schnittpunkt war, machen wir doch mal einen Schnitt, ne? Bis demnächst.